69 Bundesligaspiele, 194 in der zweiten Bundesliga und 479 Drittligaeinsätze. Die Würzburger Kickers haben sich mit ihren Neuzugängen ordentlich Erfahrung aufs Feld geholt. Und an der Seitenlinie steht mit Bernd Hollerbach ein prominenter Trainer. Er soll die Kickers nach oben führen. Los geht dieses Vorhaben ausgerechnet beim letztjährigen Meister, den kleinen Bayern an der Grünwalder Straße. Auch die haben einen Umbruch hinter sich. Vom Relegationsspiel gegen Fortuna Köln vor 6 Wochen sind nur Tobi Schweinsteiger und Patrick Weihrauch in der Startelf übrig geblieben. Den besseren Start in die Partie und in die neue Regionalligasaison erwischen die Gäste. Lukas Billig, zuvor beim SVW in Wiesbaden und dem SV Elversberg, mit der ersten Offensivaktion. Und unsere zweite Szene zeigt, wie eingespielt die Würzburger schon sind. Ex-Profi Christian Demeters im Doppelpass mit Dennis Schmidt. Die Flanke wird gefährlich, vor die Füße des nächsten Ex-Bundesligaspielers. Doch Amir Şapurzadeh zielt neben das Tor. Besser macht es der Ex-Rostocker nach 27 Minuten. Freistoß, Kopfball Şapurzadeh und der weiß eben, wie es geht. 1:0, die verdiente Führung für die Kickers. Ivan Lucic, dem neuen Mann im Bayern-Tor, bleibt nur das Nachsehen. Nach 34 Minuten leitet aber genau er die erste Aktion der Münchner ein. Lucics Abstoß wird verlängert, Schweinsteiger mit der Hacke für Gerrit Wehkamp, der hat Freibahn, aber verzieht. Wehkamp, der einzige Neuzugang von Bayerns Nachwuchs mit Erfahrung, spielte für Düsseldorf schon 2-mal in der Bundesliga. Auf ein Tor wartet er aber schon seit fast einem Jahr. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte dann nochmal die Gäste. Wieder über rechts, wieder über Demeters. Don Lucic rettet gegen Schmidt. Die zweite Hälfte beginnt schleppend. Unsere erste Szene zeigt die 58. Minute. Der eingewechselte Steven Ribery mit gutem Auge und hohem Ball auf Weihrauch. Der legt ab für Schweinsteiger. Dropkick, trocken ins Netz, der Ausgleich. Tobi Schweinsteiger war in den letzten Begegnungen der vergangenen Saison der Torriecher etwas abgegangen. Hier findet er ihn wieder. Eiskalt lässt der Robert Wulnikowski im Kickerskasten keine Chance. Keine 3 Minuten später legen die Bayern fast nach. Wieder Wehkamp mit der Riesenchance. Aber Wulnikowski ist auf dem Posten und verlängert dessen Wartezeit. Diese 2 Aktionen scheinen die Gäste wachzurütteln. Es geht wieder nach vorne. Manuel Dunke scheitert zunächst an Lucic. Dann die 67. Minute. Die Kickers versuchen es wieder mit dem langen Ball. Der findet Steven Leverenz und Leverenz mit dem Auge für Christopher Bieber. 2:1, die erneute Führung für Würzburg. Bieber wuchtet sich da in die Hereingabe und drückt den Ball aus ganz kurzer Entfernung in die Maschen. Er sorgt so für die Entscheidung und für den optimalen Saisonstart des Mitfavoriten aus Würzburg. Gute Zielstellung ist klar, wir wollen in 3 Jahren versuchen, in die 3. Liga zu kommen und haben jetzt viele neue Spieler, ähnlich wie die Bayern auch. Wir haben 13 Neuzugänge und müssen schnell eine Mannschaft werden, das haben wir heute gut gemacht. Wir haben heute beim Meister gespielt und vielleicht gegen die beste Mannschaft in der Liga und deswegen war das schon okay. Man sieht das Potenzial, aber man sieht auch Naivität rein und ein Fehler. Es fehlt noch an Automatismen, das sieht man auch. Und ja, das geht über Ligaspiel, können wir das schnell lernen. Aber wie schnell das geht, das ist immer abhängig von vielen Faktoren und auch sicher am Erfolg. Wenn man Erfolg hat, dann geht so ein Prozess einfach schneller.